Nach unseren Informationen ist es so, dass du kein Angebot hast derzeit als Sportdirektor. Und ganz ehrlich, ich fände es auch absurd, wenn du jetzt Sportdirektor würdest. Weil der HSV hat seit deinem Amtsantritt 2014 90 Millionen investiert in die Mannschaft. Ich kann ehrlicherweise kein Konzept erkennen beim HSV. Wenn ich das vergleiche mit Leipzig, da sind ähnliche Beträge ausgegeben worden, irgendwas in der Größenordnung von 100 Millionen. Da kann ich erkennen, wie diese Mannschaft aufgebaut wird, wie diese Mannschaft ein Gesicht bekommt, wie jüngere Spieler eingebaut werden, teilweise ohne Ablöse gekommen sind, weil sie sich einfach entdeckt haben. Nein, ich möchte einfach nur mal sagen, dass das, was dort beim HSV geleistet wurde, in den vergangenen 3 Jahren halt einfach nicht ausreicht. Und dass der Aufsichtsrat ja auch schon gesagt hat, dass gerade im Kerngeschäft Bundesliga Didi Beiersdorfer keinen Erfolg hatte. Das sind für mich alles Punkte, die eben einfach, die einfach dafür sprechen, dass es richtig ist, diesen Schnitt jetzt zu machen. Und dass eben mit Heribert Bruchhagen jetzt neuer Vorstandsvorsitzender da ist, der den Verein hoffentlich in ruhigeres Fahrwasser bringen wird. Und möglicherweise kommt ja dann auch endlich ein Sportdirektor. Das hat Didi Beiersdorfer ja auch nicht geschafft, einen Sportdirektor einzustellen. Die bitte harte Kritik von Jochen. Deine Antwort? Darf ich noch was dazu sagen? Unbedingt. Kann man so sehen. Wenn man das so sehen möchte, dann kann man das tun. Ich glaube, dass es auch da viele Vergleiche hinken. Ich glaube, dass wir von ganz woanders kommen. Wir haben mit 27 Punkten hier angefangen in der Relegation und wir haben komplett die Mannschaft austauschen müssen. Wir haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt, den sportlichen Erfolg zu produzieren. Wir haben uns entwickelt. Wir haben von 27 über 35 Punkte sind wir gekommen in der nächsten Saison. Wir haben 41 Punkte gehabt. Und wo ich im Mai an Bruno Labbadia gezweifelt habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe das, glaube ich, nicht gesagt. Das war eine Aussage meinem Reporter Axel Hesse gegenüber. Das hast du ihm so gesagt. Und das ist auch verbürgt. Also von daher verstehe ich nicht, dass du dich daran jetzt nicht erinnerst. Ja. Deshalb finde ich das jetzt eigentlich schade, wenn du das plötzlich nicht mehr weißt. Ich muss natürlich viel verarbeiten im Moment. Natürlich kann man das so sehen, wie du das siehst. Ich sehe das nicht so und wollte es hier auch nur deutlich sagen. Mir fiel gerade das Wort, der Begriff Märtyrer. Wie sehr trifft dich der Vorwurf? Das sehe ich nicht so. Ich habe das ja, ehrlich gesagt, ich bin seit 30 Jahren beim HSV und natürlich hat man dann eine gewisse, kennen einen die Menschen und wissen, wie man reagiert und wie man ist und welche Loyalität man zu diesem Club hat und welche Identifikation. Ich glaube, das sollte eigentlich negativ ausgelegt werden. Der einzige Gewinner, wenn man in einer solchen Situation davon sprechen kann, dass es einen Gewinner gibt, dann ist das für mich der Investor Kühne, dem immer vorgeworfen wurde, dass er sich einmischt, dass er mitmischen will, dass er bestimmen will und so weiter. Der hält jetzt seit 3 Monaten den Mund, hat nichts zur aktuellen Situation gesagt, obwohl der wahrscheinlich total zornig ist, was da beim HSV passiert. Und natürlich im Winter jetzt wieder sein Geld zur Verfügung stellt, damit der HSV weiter einkaufen kann, fröhlich auf Einkaufstour gehen kann. Das ist für mich der einzige Gewinner, der sich so zurückhält. Ja. Auch da, glaube ich, bist du einfach nicht richtig informiert. Das ist so. Ich glaube, wenn der Kühne nicht immer bei uns gehalten, bei uns gestanden wäre, an unserer Seite gestanden wäre, dann wären wir jetzt gar nicht wahrscheinlich in der Situation, hier darüber zu sprechen. Ich habe nichts anderes gesagt. Herr Kühne hat darf ich zu Ende reden? Ja, aber ich habe nichts anderes gesagt. Ich möchte nicht, dass du mir unterstellst, ich wäre nicht richtig informiert. Darf ich bitte ausreden? Gerne. Herr Kühne hat einmal was gesagt im Sommer und seit 2,5 Jahren nichts gesagt. Herr Kühne würde was sagen. Herr Kühne ist natürlich nicht zufrieden mit der Situation, mit der sportlichen Situation. Aber natürlich hat er auch immer Vertrauen in die handelnden Personen gehabt und sonst hätte er auch jetzt was gesagt. Das ist mir alles leider auch, muss ich sagen, zu dünn, einfach immer alles den Innenverteidiger zu Herrn Kühne zu werfen und links und rechts zu argumentieren. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit.
Aber ich glaube nicht, dass das dem entspricht, wie wir unseren Club sehen, beziehungsweise was wir aus diesem, mit diesem Club gemacht haben, sondern wir sind auf dem Weg. Wir haben eine aktuelle sportliche Misere. Wir sind aber, und das muss man auch sagen, aus den letzten Spielen haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben eine andere Spielphilosophie. Das war auch der Ziel. Das Ziel unserer Umstellung, eine andere Spielphilosophie zu haben, weil wir in diesem aktuellen Fußball nicht zum Erfolg gekommen sind mit der Alten. Und das haben wir umgestellt, das hat gegriffen. Und jetzt muss man der Mannschaft einfach Zeit geben und den Trainer weiterzuarbeiten und die Punkte zu holen, die nötig sind, um den Klassenhalt zu schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Mannschaft und dieser Trainer und dieses Umfeld das auch machen können. Und manchmal würde es mich freuen, wenn zumindest diese Menschen ein bisschen mehr Zeit und Ruhe genießen würden von außen, weil es dann doch um den HSV geht und nicht um die Sportbilder oder irgendjemand anders.